Nachdem wir in der letzten Folge dieser wunderschönen Station hier gebaut haben, hat sich einiges geändert. Denn es gibt ja wieder ein Update zu dieser Welt hier, die stetig wächst. Es gibt zwar keine großen neuen Umsteigerstationen, allerdings hat es trotzdem ziemlich lange gedauert, das neue Update-Video zu produzieren, weil einiges dazugekommen ist. Das hier ist das Ostkreuz aus der letzten Folge. Und wie man als erstes schon sieht, fahren jetzt hier auch Züge. Das war vorher noch nicht so. Ich habe jetzt einfach mal hier zum Beispiel jetzt einen Regionalexpress. Die enden jetzt momentan hier, deswegen werden sie jetzt nach hinten wieder raus. Ich kann auch noch mal ein bisschen weiter fliegen. Das Ostkreuz befindet sich direkt hinter der Station Warschauer Straße von gerade eben. Und hier haben wir direkt schon mal eine neue Besonderheit, und zwar eine komplett neue S-Bahn-Linie. Und zwar die S-Bahn-Linie 9. Die S9 hatte ich schon geplant, aber momentan war es so. Gucken, wie ich das jetzt einfach erklären kann, aber es gibt auf der Stadtbahn fahren die S5, S7, S3 und S9 und momentan davor waren nur S5, S3 und S7 da und sind alle 3 Minuten gefahren. Das heißt, es kam jede Minute ein Zug in eine Richtung. Das war eigentlich perfekt. Jetzt habe ich noch die S9 dazu gemacht, das heißt, jetzt fährt die S3 nur noch alle 6 Minuten. Und die S9 aber auch. So ergänzen sich S9 und S3 zusammen zu einem Takt. Das ist auch im echten Berlin so, im echten Verkehrssystem. Und es funktioniert bis jetzt echt gut. Genau, und wichtig, die S9 fährt, zeige ich euch das mal auf dem Foto. Hier ist Warschauer Straße, hier ist Ostkreuz. Die S9 ist die einzige Stadtbahnlinie, die nicht am Ostkreuz fährt, sondern sie fährt direkt runter zum Treptower Park. Und das ist eben diese Umfahrt hier, das was wir gerade schon gesehen haben. Und dazu kommen wir auch schon, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich würde das gerne nochmal zeigen, der Zug müsste gleich zurückkommen, zu einer neuen Station, und zwar ist hier hinten jetzt eine neue Brücke. Und wie ich gerade schon gesagt habe, Treptower Park ist hier hinten. Eine viergleisige Station, und hier endet momentan nur die S9, später hält hier auch noch die Ringbahn und die S8. Genau, ich fliege jetzt mal schnell zurück, dann können wir nochmal die S9 sehen, wie sie diese Brücke lang fährt. Ich hoffe, wir kriegen es noch. Ja, hier ist sie gerade. Ich fährt jetzt gerade zurück, jetzt Richtung Spandau auch. Und die fährt dann hier kurz, bevor sie hier in die Falle reinfällt, links ab. Genau, also dann fliege ich nochmal kurz zurück zum Treptower Park. Diese Station hier ist viergleisig, das liegt daran, dass hier später relativ viele Züge fahren werden, auch noch mit der S8 dann zusätzlich. Ich sehe, hier ist auch gerade ein Fehler drin mit dem hier mit dem Muster, was ich hier so durchgängig haben möchte. Das werde ich mir kurz noch ändern. So, jetzt müsste es eigentlich gleich sich selbst reparieren. Und da hinten geht es erstmal noch nicht weiter. So, weil wir jetzt hier wieder beim Ostkreuz sind. Das Ostkreuz ist ja einer der wichtigsten Stationen mit dem meisten S-Bahn-Verkehr, glaube ich, sogar in Berlin. Und hier haben wir einige Strecken abgehen. Und zwar haben wir jetzt hier diese Strecke hier gebaut, von Ostkreuz bis Treptower Park. Von Warschauer Straße ist auch schon fertig. Von hier nach Frankfurter Allee gibt es auch schon, zeige ich euch auch gleich. Und außerdem gibt es auch schon dieser Strang hier von der S5 und S7 Richtung Nöldner Platz. Da kann ich auch mal schnell hinfliegen. Oder wir nehmen einen Zug, wenn jetzt gerade einer ankommt. Ja, in 20 Sekunden, das warte ich mal kurz. Genau, jetzt fahren wir hier hinten links raus. Nach rechts wird es später Richtung Erkner gehen. Und hier fahren wir jetzt erstmal kurze Strecke alleine. Aber da hinten müsste gleich der Regionalexpress dazukommen.
Genau, das Ganze funktioniert nämlich so. Hier kreuzen sich auch zwei Regionallinien, einmal unten und einmal oben. Und jetzt hier von Nöldner Platz fahren wir quasi hier mal so eine Kurve. Das kann ich auch nochmal von oben schön zeigen. Genau, hier einmal so eine Ausbau, so eine Beule quasi. Und dann geht es hier wieder rauf. Naja, also ich bin sehr zufrieden mit dem Ostkreuz und tatsächlich hat es jetzt viel länger gedauert, die ganzen anderen Stationen um das Ostkreuz herumzubauen, als das Ostkreuz an sich zu bauen. Zuletzt zeige ich euch dann noch die Station Frankfurter Allee, die fährt sich hier hinten, da fährt aber momentan noch gar nichts. Hier hinten geht es schon ein bisschen weiter und da müsste dann bald die nächste Station kommen, die baue ich dann noch. Hier ist noch so ein bisschen Laub in der Luft. Und hier ist noch ein kleiner Fehler. Also auch eine sehr Standardstation auf jeden Fall. Aber das war's dann mit diesem kleinen Update und ich glaube, ich werde eine kleine Umfrage machen, was ich als nächstes bauen soll. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ich mache jetzt den Ring fertig, also diese ganzen Stationen hier oben, das wird dann wahrscheinlich auch relativ lang dauern wieder. Oder ich baue erstmal die S3 Richtung Erkner fertig. Oder ich baue hier weiter Richtung Lichtenberg und was ist denn dann noch so? Biesdorf, halt diese ganzen Stationen da hinten.